Und weiter geht's. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu der Gnome 298. Pokémon Mystery Dungeon Retter Team Dix. Spiele ich das auch mal wieder? Ja, wird mal wieder Zeit. Wir sind immer noch auf der Flucht. Wir sind hier auf dem Schneegebiet. Keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ja, hier habe ich vor Ewigkeiten, gefühlt Ewigkeiten. Ja, hier haben wir nichts. Im Inventar haben wir noch Belebersamen 1. Mini-Belebersamen haben wir noch ein paar. Okay, versuchen wir mal zu überleben. Versuchen wir es mal nach oben zu schaffen. Auf den Berg hier. Ja, wir können los. Klärberg. Heute geht's auf den Klärberg. Der hat, wenn ich richtig recherchiert habe, 15 plus 4. Ja, ich glaube, das habe ich vorhin im Pokewiki nachgeguckt. Wenn ich das nicht komplett falsch in Erinnerung habe, hat der Klärberg 15 Ebenen. Danach kommt eine Speicherungsstufe und danach 4. Achtung, Spoiler. Gut, los geht's. Also insgesamt 19. Also das 20. ist dann der große Kampf. Und der Gegner, der Endgegner, der Endboss. Fallen die AP einer Attacke eines Teammitglieds auf 0, werden die Gegner wieder aufgefüllt. Okay. Ja. Das Item haben wir wohl im Belebersamen gefunden. Wie es aussieht. Na dann, absolut, haben wir jetzt ein Team mit dabei. Das ist gut. Haben wir einen dritten Mitstreiter. Haben wir auch einen dritten, den wir mit durchbringen müssen. Müssen wir aufpassen, dass der nicht stirbt. Eine Ballast, wie auch eine, ja. Ja, was ist das Gegenteil von Ballast? Ja. Ist gut, dass er mit uns kämpfen kann, ist aber auch, ja. Also hat was Gutes, hat auch was Schlechtes. Gut. Finden wir den Ausgang. E15, das kann wieder knifflig werden. Also 20 natürlich, aber erstmal auf E16 ist erstmal eine Haltestelle, da kann man erstmal Pause machen. Ich hoffe, der Sound, der Hintergrundsound ist laut genug und ich bin nicht zu laut und die Musik zu leiser. Ja, habe ich jetzt natürlich alles wieder nicht. Das ist, ja, ich bin übrigens immer noch bei meinen Eltern zu Besuch. Jetzt übers Wochenende bei den Eltern. Deshalb, es ist jetzt spät Nacht, aber es sollte. Oh, das kann ich hier aufsammeln, weil mein Inventar voll ist. Es sollte es im Hintergrund ein paar Geräusche geben. Da ist hier nochmal von gewarnt. Das sind keine Einbrecher in meiner Wohnung. Himmel, nein, das sollte nie passieren. Ja. In einem Mehrfamilienhaus ist mein, das ist das Argument, was ich bringe, wenn ich in meiner Wohnung ein bisschen lärmt. Also alles wie mit dem Alten. Ja. Hier Einfamilien, also es ist ein. Ich habe hier Geschwister und meine Eltern, die ja manchmal noch ein bisschen, ja, leben. Also, alles, ja, gut, brauchen wir nicht ewig drüber zu reden. In meiner Wohnung ist auch Lärm von den Nachbarn. Also, ja, ihr seid den Kummer gewohnt bei mir, auf meinem Kanal. Nichts Neues. Oh, Absol, er kassiert. Weiter geht's. Oh, Treppe. E4. Na dann. Wir werden immer stärker. Wir überleben mittlerweile auch. E1. Wie es im ersten Dungeon auf der Flucht nicht der Fall gewesen ist. Na komm, wir können auch aus der Ferne greifen. Machen wir gerade nicht. Wir greifen aus der. Wir machen Nahkampf. Links gibt's auch die Möglichkeit. Die Jut alle noch im Leben. Ja, hier genau. Mit einem kleinen Abstand können wir angreifen. Nicht quer über den ganzen Raum, aber so ein bisschen.
Ein paar Kästchen, ein paar Kacheln, weil jetzt das ist das Vorteil von mir als Feuer-Pokémon. Level 28 sind wir schon. Interessant. Und sobald wir von der Flucht weg sind und sobald wir in die Entwicklungshöhle, Achtung, Spoiler, wer die alten Pokémon das Dungeon-Spiel noch nicht gespielt hat, der weiß das noch gar nicht. Aber ja, das ist ja ein Remake von den alten Spielen von Pokémon. Blau und Rot, glaube ich. Und Mystery Dungeon Team Blau und Rot. Also, eigentlich schon bekannt, dass man hier nach der Flucht dann noch eine Entwicklungshöhle freischaltet und Zugabe. Und sich dann entwickeln kann. Da freue ich mich auch schon drauf. Mit Level 28 durfte ich schon. Ist schon fast Glurak. Also Glutex mindestens. Oha, mein KP ist schwach. E5. Schnell hier. Rein. E6. Jau. Na komm, das schaffen wir doch heute. E15 easy und dann. Ja. Den Bosskampf, den schaffen wir. Kein Problem. Die Items können wir nicht aufheben. Hat keinen Platz im Inventar. Hm. Heißt, dass wir genügend Items haben. Und um uns zu verteidigen, um nicht gleich zu sterben. Ist doch gut. Übrigens, Thema Sterben. Das wollen wir bitte jetzt nicht tun. Nicht sterben. Die Lebersamen würde ich mir gerne für oben aufheben, für den Boss. Bosskampf, das wäre mir schon recht, wenn das durchhalten würde. Na wie denn? Was denn jetzt? Kann ich weiter oder was? Was ist da mal hier los? Konnte ich durch den Weg da nicht, den Weg nicht begehen? Wir schieben Mordi vor uns her. Oh, einen Apfel bräuchten wir, den wir wahrscheinlich nicht im Inventar haben. Oder? Haben wir irgendwo einen Apfel mit dabei? Oh, wir haben einen Apfel, sehr gut. Ja, das Thema mit dem Hunger. Das ist natürlich ein bisschen leidig. Ein leidiges Thema hier. Ja, die Treppe wollte schon richtig hin. Na Kacke. Nehmen wir einen Mini-Belebersamen. Haben wir genug von. So. Klärberg. Wo ist denn eigentlich der Unterschied? E7 sind wir jetzt, glaube ich, E7. Wo ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Belebersamen und Mini-Belebersamen? Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Muss mal gleich nachgucken. Vielleicht belegen wir mit dem Belebersamen das ganze Team und mit Mini-Belebersamen nur eine Person. Und die ganze Zeit falsch benutzt. Tja. Muss man gleich gucken, weil ich hier nicht mehr angegriffen werde. Jetzt schauen wir mal ins Inventar. Kann man einen Belebersamen. Und sich den Kampf ausdehnen werden die AP. Und der Magen. Okay, da wird der Magen wieder hergestellt. Interessant. Und beim Minisamen. Ah, okay, da wird der Magen nicht mit hergestellt. Ach, das ist sowas wie ein Top-Beleber und das andere ist nur ein Beleber. Ja gut, also beides in Ordnung. Der Magen. Also der Belebersamen ist gut für die Dungeons und die Mini-Belebersamen gut für die Bosskämpfe, weil bei Bosskämpfen spielt der Magen nicht mehr so viele Rolle. Verstehe. Mal wieder was dazugelernt hier in Pokémon Mystery Dungeon. Na komm, mach's platt. Ja, die Gegner nerven dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt. Zu viele davon sind nicht schön. Ja, zum Thema die Gegner nerven. Ja, das war ja diskret nervig gerade. Neues Level für wen? Für Mordi, nice. Der braucht das. Ist noch unterlevelt. Level 27. Weckruf. Ja, von mir aus. Was hast du denn da? AP 13.
Und ja, Abschlag kannst du mal vergessen. Hast du zwar nur noch Kampfattacken, wenn ich das richtig sehe. Aber gut. Was ist denn hier passiert? Sandsturm. Ja gut, der wird nicht lange halten. Ach verdammt, hat er sich direkt auf der Treppe platziert. Das gibt's doch nicht. Skandalös. E8. Schnell zur Treppe. E9. Den Ziel ein Stückchen näher. Dann können wir erstmal rasten auf E16. Erstmal eine Pause einlegen, erstmal speichern. Und dann die letzten vier Ebenen zum Bosskampf. Wenn wir dann den Bosskampf verlieren und zurückfallen, dann haben wir nächstes noch eine geringe Chance. Eine geringe Chance nicht, aber zumindest noch einen Speicherplatz vier Ebenen vorher. Ja. Müssen wir nicht den ganzen Dungeon nochmal von vorne machen. Absol, kämpfe. Du bist tapfer Absol. Ein tapferer Krieger. In unseren Reihen. Gut, dich mit dabei zu haben. So, da die Treppe, die Leiter, die Tür. Den Reihen-Gag auch mal wieder gemacht. Oh, E10. Das sieht aber hier nach Wasserlabyrinth aus. Warum greifst du nicht an, Zwergi? Kann eine dritte Person von sich selbst reden? Ja. Auch mal wieder dran gewesen. So. Na komm. So, und weiter. Komm, ja komm. So, hier. Sandsturm trifft uns in jeder Runde. Okay. E11 schon. Na dann, voran. Ach du Schreck. Was sind das für eine Attacke? Ich lese die Attacken ja mal gar nicht. Es geht so schnell, dass die mal schnell besiege und weiter geht's. Ach du Scheiße, das sind aber viele Gegner. Haut ab, flieht die Narren. Was ist hier? Ach du Schreck. Sie kommen uns holen. Schnell zur Tür. Treppe, meine ich. So, E12. Gleich da. Lass den Gegner in Ruhe. So. Die Treppe finden. Am besten gleich nebenan. Ja. Das passiert auch manchmal, dass man das ganze Dungeon durchsucht und dann war es gleich in der nächsten. Im nächsten Viereck. Ganz direkt in der Nähe. Okay, Eis. Irgendwas mit Eis. Oh, Schlangen-Pokémon. Wiptis. Interessant. Neue Pokémon hier. Auf E13. Nicht sterben, Leute. Das Eis schadet euch sehr. Ach du Kack, ich bin verwirrt. Ja, Halte durch. Im verwirrten Zustand kann ich ziemlich gut vorankommen. Das ist keine Ursache für mich. Ach du Schreck. Umzingelt. Na komm. Nicht nochmal sterben. Habe ich noch. Habe ich wahrscheinlich nicht. Na toll. Oh, aber ich brauche mal wieder Apfel. Apfel. Der ist schon wieder hungrig geworden. Der Sack. So weiter voran. Ach du Kacke. Wir haben Nibelebersamen. Verschwenden wir das mal wieder. Obwohl Belebersamen hier ganz praktisch gewesen wäre. Ja. Ist vorbei. Apfel. Apfel einsammeln. Noch ein Apfel. Oh, Molly ist gleich erledigt. So ein Dreck. Mini-Belebersamen. Belebersamen ist auch nur für den Hauptcharakter gut. Essen, ja. Aber die anderen erleiden ja keinen Hunger. Da ist das nur logisch. Na komm, weiter, vielleicht ist dort die Treppe. Erste. E14. Sehr nice.
So. Nächste Treppe, die nächste Treppe. Kommen wir mal voran. Noch haben wir es einigermaßen überlebt. Dank den Belebern. Ah, sind wir schon ein paar Mal gestorben. Also ist ohne die Beleber. Wäre das hier knifflig. Wäre das Team hier schon ziemlich am Arsch gewesen. Absol würde, glaube ich, noch leben. Und noch nicht getötet. Und mittlerweile vielleicht auch nicht. Nachdem ich zweimal gestorben bin. Die Molly auch. Hier nicht. Mal dran vorbeischleichen an dem schlafenden Pokémon. Ist nach Möglichkeit nicht wecken. Molly steht noch am Platz. Ist festgefroren. Fest paralysiert. Er wird es hoffentlich nicht übernehmen. Und ist in der nächsten Ebene wieder bei uns. Ah, da kommt er schon. Kommt er schon angewackelt. Um. Nein. Oh. Wirptis. Greift an. Sehr gut. Nein. Nicht der schlafende Pokémon wecken. Gibt's denn niemals einen schlafenden Drachen? So. Nein, hier nicht. Natürlich am ganz anderen Ende des Dungeons. Warum auch nicht? Die Ebene natürlich des Dungeons. So, hier. Ach, was mache ich denn hier? Ich habe den Knopf gedrückt und hier quer durchs Dungeon. Voran. Modi. Kämpfe. So, hier. Im letzten Raum. Natürlich. So, E16 ist gleich da. Das haben wir gleich. Na komm, noch ein bisschen. Durchhalten. Modi. Du musst das unternehmen. Ja, kämpfen. Dich nicht besiegen lassen. Ida. Oh, gegen den habe ich noch nicht gekämpft. Nita King. Oha. Ja. Ist ein bisschen stärker. Nicht sterben, Leute. Vor allem Modi, du nicht. Ich bin gerade schon am Sterben. Nee, Belebersamen. Hier wieder Belebersamen verschwenden. So ein Trick. Nita King. Ich habe jetzt keine Belebersamen mehr. Die brauche ich für den Boss. Für den Bosskampf. Und was ein Scheiß. Ich habe keine mehr im Inventar. Das sind die letzten. Ich habe auch keine mehr im Kamerager. Das sind die letzten paar. Ich brauche die. Versucht mal nicht zu sterben. Ausnahmsweise mal. So, E16. Speicherort. Oh Gott. Was ist Speicherort? Kann man doch speichern, oder? Sag nicht. Oder wird hier automatisch gespeichert? Das war halt hier. Wenn wir verlieren, das war halt hier wieder zurückgekommen. Ich fürchte ja. Na dann weiter. Die letzten vier Ebenen kriegen wir auch noch hin. Ja, wir können nichts mehr mitnehmen aus dem Kangama-Lager. Das Kangama-Lager ist frei von Beeren, die wir brauchen können. Oh, hier gibt's was zu kaufen. Wie viel Geld haben wir denn mit dabei? Das würde mich interessieren. Dann nehme ich mir meine Sinnebeere mit. Nein. Sinnebeeren kann ich brauchen. 2000, ja, oder nehmen wir es mit. Auf dem können wir nicht. Ach, verdammt. Ja gut. Vielleicht müssen wir erstmal was ablegen. Was können wir denn ablegen? Die Samen hier, die können wir ablegen. Kann man den Besitz vom Kangama-Lager überschreiben. Und wir uns die Gegner hier angreifen, lege ich hier ein bisschen Zeugs ab. Samen. Essen. Können wir auch aufessen. Das bringt nicht viel. Die Samen sind unnützer. So, ich denke vielleicht, jetzt haben wir 100 Hunger. Dafür gebe ich die Enten. Ja. Ich kaufe mir das und das. Und das. Ich hoffe, mein Geld reicht. 75, ja, easy. Und jetzt können wir wieder gehen.
Absolut, kommst du mit. So, müssen wir ihn nicht besiegen, den Kek Leon. Das müssen wir auch irgendwann mal machen. Jetzt nicht auf der Flucht, das wäre ziemlich blöd, aber wenn wir irgendwo mal eine Mission erfüllen, müssen wir da mal irgendwie Langeweile haben. Und mal auf einen Kek Leon Dungeon treffen hier. In Einkaufsladen. So mal. Einfach aus Spaß mal eine Sache mitzunehmen. Oh, hier gibt es noch eine Sinnelehre. Sehr gut. Gratis Sinnelehre. Nur mal. Vielleicht im Kleinhain oder so, wenn wir mal wieder eine kleine, unbedeutende Quest machen. Können wir mal aus Spaß mal das austesten. Ist ganz lustig, wenn man da was klaut bei dem. Wir werden es nicht heil aus dem Dungeon schaffen, zu viel sei verraten. KP-Knappheit, ja, wir haben ja jetzt Sinnebären. Das wollte ich eigentlich für den Bosskampf aufnehmen, aber ja, gut. Du stirbst ja immer wieder. Ich brauche dich für den Bosskampf. Mir ist wichtig, dass du dabei bist. Du fehlst. Das gibt's doch nicht. Ach, das Wetter. Das tötet uns auch noch. Na komm hier. E18. Sehr gut. Ach, Dreck. Das Wetter macht uns kaputt. Absol. Du schaffst das. Sehr gut. Da wollen wir lang. Da kommen die meisten Gegner. Ist schon ein Indiz dafür, dass es da weitergeht. Muss nichts heißen, aber kann was heißen. So, weiter. Ja, da ist die Treppe. Viele Gegner versperren die Treppe. Na los, weiter hier. E19. So, auf zur letzten Treppe. Lasst uns überleben. Modi, halt dich zurück. Also hier lang. Hier runter. Absol, beschütz uns. Der Beschützer der Schnee. Der Eisberge. Der Schnee und Eisberge der Eislandschaften. Gut. Ich hoffe, wir schaffen heute mal noch den Boss. Wenn wir uns da noch wagen. Ich habe hier schon fast eine halbe Stunde hier. Dungeon verbracht. Zumindest einen Versuch können wir starten. Nein. Kek Leon, da wollen wir nicht mehr hin. Nicht wieder hin. Das heißt wieder, das neue Einkaufsladen. Reicht jetzt, wir haben genug. So. E20, was? Okay, also noch eins. Habe ich mich verrechnet. Aber gleich wird es so sehr weit sein. Eine Ebene. Letzte Tür, aber jetzt wirklich. Na komm, aushalten. Wo ist die Tür? Die Treppe natürlich. Die Treppe ist es. Aufheben. Können wir nicht. Ach, Dreck. Einen Samen, den können wir essen. Ja, gut. Essen. Kannst den Lebersamen mitnehmen. Sehr gut. Das wäre nicht schlecht. Ja, komm. E20, das werden wir hier noch. Wir werden von allen Seiten angegriffen, aber das werden wir hier noch überleben. Na komm. Das wäre ein Witz. Ein ziemlich schlechter. Verwirrt ist er. Na, schöne Scheiße hier. Verwirrung sehr schnell überstanden. Na komm. Den Bosskampf müssen wir wohl im nächsten Part mit reinschneiden, wie es aussieht. Müssen wir fast. Und ich überziehe. Ich mache auf jeden Fall heute noch. Mal schauen, ob er ihn noch in diesen Part mit reingeschnitten kriegt. Oder ob das heute nichts mehr wird. Absol. Nein. Absol, okay. Ja gut, da haben wir halt die Sinnebären verschenkt. Die wir für einen Bosskampf wollten. Ja, es wird jetzt wieder knapp. Das wird jetzt halt ein spannender Kampf. Ein spannender Bosskampf. Ach, Dreck. Da wahrscheinlich wieder lieber sagen. Hauptsache, wir schaffen es mal durch. Hauptsache, wir schaffen es durch.
Wo ist denn das Dreckstürchen? Die Treppe. In den letzten Raum mal wieder. Ich find's toll. Na komm, hau ab. Das wird es. In dem Kampf ich nicht mehr. Absol hat... Unsere letzte Sinnebeere zum Heulen. Sehr schön. Auf der Spitze angekommen. Endlich haben wir es geschafft. Das ist doch der Gipfel, oder? Siehst du Volona irgendwo? Da sind sie. Zeig und sein Team. Ah, da sind sie. Sissimsa. Wurde auch langsam Zeit. Endlich haben wir euch gefunden. Wegen euch mussten wir einen ganz schön weiten Weg zurücklegen. Ditto. Also nicht das Pokémon Ditto. Ja, wir mussten auch eine lange Flucht hinter uns legen. Nur die Ruhe des Portal. Endlich können wir jetzt die Sache abschließen. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Was ist denn mit euch los? Ihr seid doch irgendwie wütend, wahnwitzig. Wer ist das? Tollwütig. Mordes. Nimm es mir nicht übel. Gnade ist mir nur mal ein Fremdwort. Zwecki. Ich wollte nicht, dass es endet, aber es ist nun mal unser Schicksal. Sinn und Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Und deshalb werden wir euch mit all unserer Macht bekämpfen. Auf sie! Ich hoffe, irgendjemand hält ihn auf. Wir werden das nie übernehmen. Gegen das Team zu übernehmen, zum Kämpfen, ja. Kann nicht gut ausgehen. Tun wir scheinbar gerade. Halt! Unterlasst das auf der Stelle! Was? Was passiert hier? Wer da? Volona? Was? Was, Volona? Das ist wirklich Volona. Dann ist die Legende also wahr. Euer Kampf ist jetzt zu Ende. Diese Pokémon sind meine Gäste. Bitte verratet es uns, Volona. Wer war der Mensch aus der Legende? Oder vielmehr, ist die Legende tatsächlich wahr? Ach so, müssen wir gar nicht gegen Volona kämpfen, oder was? Ja, das wäre super gut. Je nachdem, wie du antwortest, entscheide ich, was ich mit ihnen mache und was mit ihnen geschieht. Ob mein Fluch für eine Legende gehalten wird oder nicht, das spielt keine Rolle. Doch so wahr ich hier stehe, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch sein Partner Gardevoir schritt ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug sie die volle Wucht des Fluches, der eigentlich dem Menschen galt. Doch der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Gardevoir im Stich und floh. Später wurde dieser Mensch dann zu einem Pokémon. Und in der Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Spann uns bitte nicht auf die Folter. Wer ist denn nun dieser Mensch, von dem du sprichst?